Rumpf- und Kniestabilisation mit Rotation des Rumpfes. Ausfallschritt aus hüftbreiter Position einnehmen. Hierbei ist der Rumpf aufrecht und der Unterschenkel des vorderen Beines steht senkrecht. Die Arme werden in U-Halte geführt, durch die Nase einatmen und während des Ausatmens durch den Mund den Rumpf zum vorderen Bein hindrehen. Mit der nächsten Einatmung wird der Rumpf wieder in die Ausgangsstellung zurückgedreht. Die Rotationen im Atemrhythmus 8-mal wiederholen. Danach Schrittwechsel und die Rumpfrotation zur anderen Seite durchführen.